zwei, drei. Frohe Ostern, liebe Videofreunde. Herzlich willkommen aus dem Lausitzer Seelenland. Ja, Michael hat Glück gehabt und hat einen Tag länger frei bekommen und wir konnten gestern mal einen kleinen Ausflug machen. Hier gleich um die Ecke, ist gar nicht weit. Und zwar wird hier seit gestern vor einer Woche der größte künstlich angelegte See geflutet, der da irgendwann hat 19 Quadratmeter, ich habe es mir aufgeschrieben. Kilometer. Ach ja, Quadratkilometer und 23 Kilometer Uferlänge. Ja. Und den haben sie angefangen jetzt zu fluten vor einer Woche. Und da sind wir gestern mal hingefahren und haben auch mal ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Und ja, die Bilder wollen wir euch mal zeigen. 2025 soll das beendet sein. Ja. Wenn nicht, so wie jetzt, wieder schon so eine Trockenheit herrscht, dass sie das, ich weiß gar nicht, ob das durchgängig dann fluten können. Na, wenn es ja trocken bleibt, nee. Also müssen wir abwarten. Ja, wir warten eigentlich ein bisschen auf Regen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist staubtrocken überall, ne? Ja. Ja, also, da wollen wir euch ein paar Bilderchen zeigen von unserem Lausitzer Seenland oder beziehungsweise vom Ostsee, zukünftigen Ostsee. Und wünschen euch damit auch noch einen schönen Ostermontag und einen guten Start in die nächste Woche und sagen ganz einfach Tschüss, bis bald. Schöne Feiertage. Ciao.